So. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vorgezogenen mittelalterlichen Halloween-Party. Warte. 1 und 2. Mach voll, bin. Oh, sehr gut. Warte mal, ich muss die Zigarette ein bisschen weg. Zeig mal. Ich gehe zum Rübergeist. So dass man die sieht. So, der Bruder Tuck mit dem Schwert und trinkt hier einen Met. Und das ist unser kleiner Rübengeist. Machst du einen Film jetzt gerade, oder? Ja, klar. Oh, Film ganz spontan. Film. So, Bruder Tuck. Hier ist Bruder Tuck und ich kämpfe für die gerechte Sache. Das finde ich gut. Und für die gerechte Sache möchte ich gern auch mal ein Stückchen Mehl trinken. Gib zum Wohle, mein Bruder. Und meine Schwester. Also, meine Moment. Brüder. Gibt er mir das Horn, dass ich einen kräftigen Schluck mir genehmigen kann? Zum Wohle. Zum Wohl. Geben Sie mir einen Schluck. Ach, ja, das ist die vorgezogene mittelalterliche Halloween-Party. Das ist unser Rübengeist. Das ist der Bruder Tuck. Mit dem Schwert. Und wir haben noch ein kleines Lagerfeuer in unserem Grill. Selber gemacht. Für mich nochmal? Ja. Komm her, komm ran. Komm heran. Der Bruder Tuck, der Bettelmönch. Ja, du bist ein Katharer. Ein Katharer. Mönch, ja. Bettelmönch. Einhalt gebieten und sagen, ich bettle nur zur Not. Und für das Seelenheil, nicht wahr? Für die Vergebung. Und für die Vergebung. Genau. Das so. Ist unser Fest und euer Fest. Kann der Bruder Tuck mich auch mal kurz filmen? Gerne. Und zwar muss der Bruder Tuck muss die Taschenlampe nehmen und mich anleuchten. Hm. Aber die Taschenlampe, diese Zauber, dass diese Zauberleuchte gibt langsam den Geist auf. Nehmen Sie das Schwert? Ich nehme das Schwert. Einfach umdrehen und mich jetzt filmen. Und anleuchten natürlich, dass man mich sieht. Ja, das muss natürlich umdrehen, Bruder Tuck. Okay. Oh, ja, warte, Moment. Ja, ich sehe dich. Zauberkasten. Komm her, ins Licht. Komm ins Licht. Moment. Ja, wunderbar. Ich bin Braun, euer König. Kniet nieder. Ja, mein Herr. Das ist hier meine Kettenhobe. Mein König. Sag deine Befehle.
Ich fordere euch alle auf, zu meinem Fest zu kommen.